Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder mal um mein Projekt Zusammen sind wir stärker und im Zuge dessen möchte ich euch ein paar YouTuber vorstellen, die ganz liebe Kommentare hinterlassen, auch immer wieder und auch sehr aktiv auf YouTube sind. Zu meinem letzten Video muss ich sagen, ich hatte so viel Stress letzte Woche, dass ich aus Versehen statt Sonntag Montag eingestellt hatte. Also verzeiht mir, dass ich nicht den Sonntag 10 Uhr Video gehalten habe. Das war echt ein großes Missverständnis. Aber zu meiner Entschuldigung, ja, ich hatte 6 sehr, 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 sehr anstrengende Wochen. Das heißt, mein Terminkalender ist übergegangen von Terminen. Warum? Das werdet ihr in einem anderen Video von mir sehen. Ich habe beim U4 Opening von der USI mitgemacht und wir haben auf der Bühne getanzt. Das zeige ich euch ja wie alle Jahre wieder. Und dadurch, dass die Choreo ziemlich intensiv war und ich in 3 Gruppen mitgetanzt habe, habe ich so 6 Stunden die Woche trainiert. Zusätzlich ist meine Schule auch noch dazugekommen, Freunde, Bekannte und andere Sachen, die ich halt so mache. Und da ist halt für YouTube und für mich selbst, wobei für YouTube noch mehr als mich selbst, ja, sehr wenig Zeit übergeblieben. Aber weniger von mir, jetzt zu dem Wichtigeren, nämlich zu den einigen mehr, wie auch immer, YouTubern, die ich euch heute vorstellen möchte. Es wären eigentlich 7 gewesen, nur 2 von denen haben ein Abo verlangt, haben mir zugesagt, dass sie da mitmachen wollen und seitdem habe ich relativ wenig von ihnen gehört. Normalerweise ist die Reihung je nachdem, wer sich wann gemeldet hat. Diesmal habe ich das Ganze umgedreht und die, die am aktivsten auf meiner Seite waren, sind natürlich auf Platz Nummer 1 und die, die weniger aktiver sind, aber auch, ja, die kommen halt dann zum Schluss. Wie gesagt, 2 lasse ich weg. In einem anderen Video, wo ich Kanäle vorstelle, wenn sie aktiver werden, werde ich sie natürlich mit einnehmen, aber ich habe oft genug gehört, dass Leute Abos abverlangen und die sich dann nie wieder blicken lassen. Ja, soweit ich hinterherkomme, schaue ich mir das Ganze an und wenn die Leute dann tatsächlich auch trotz Kommentaren und so weiter still bleiben, ja, dann werden sie auch von mir gelöscht, weil verarschen lasse ich mich nicht. Es ist ein Geben- und ein Nehmen-Projekt. Man kann, man muss nicht, aber es bringt niemandem was, ein Abo herzugeben und dann nichts dafür zu tun. Also es bringt weder dir noch mir was, weil der Kanal wächst ja nicht nur durch Abonnenten, sondern auch die Watchtime. Und die Watchtime ist viel schwieriger zu erreichen als die Abonnenten. Für manche ist es umgekehrt, aber für mich ist es tatsächlich die Watchtime. Und Leute, die sich nur ein Abo holen und dann sich nie wieder rühren, die bringen mir nichts und bringen den meisten auch nichts. Deswegen, ich sag's im Vorhinein so, ich unterstütze jeden, der Hilfe braucht, nur ein gutmütiger Trottel bin ich nicht. Und jetzt gehen wir schon über zu meinen Lieblingskanälen. YouTuber, den ich euch heute vorstellen werde, ist Carpe Diem. Carpe Diem habe ich kennengelernt, wie damals eben drüber geredet wurde, dass halt eben die neue Richtlinie in Kraft treten. Und da bin ich halt auf dieses YouTube-Problematik gestoßen. Und er war einer der ersten, mit denen ich im Zuge dieses Projekts mich unterhalten habe. In letzter Zeit eher rege, weil er auch immer wieder auf meiner Seite kommt und mir total liebe Kommentare hinterlässt. Er selber hat zwar noch nicht so viele Videos online, aber er hat mir versprochen, dass bald welche nachkommen. Ihn persönlich hätte ich jetzt nicht auf seinen Videos entdeckt, weil er hauptsächlich im Auto fährt. Und was ich noch zu ihm dazu sagen muss, ist, so, er hat die urcoole Aussprache. Ich schätze mal, dass er aus Hamburg kommt, weil diesen Akzent habe ich erstmalig in Hamburg gehört. Er hat Chillmusik und schwarze Humorvideos, würde ich dazu sagen, und auch Landschaft mit Musik hinterlegt. Also falls ihr euch so sympathisch ist wie mir, beziehungsweise wenn ihr sehen wollt, was ich meine mit cooler Ausdrucksweise und schwarzem Humor, na dann erstens einmal lasst ihm ein Abo da und zweitens, obwohl er gemeint hat, er braucht die Wiedergabezeit nicht, tut euch nichts an, pusht auch seine Wiedergabezeit.
Der nächste YouTuber heißt Marel Fun. Sein Kanal ist für Menschen, die sehr viel lachen wollen oder die traurig sind und eine gute bzw. lustige Abwechslung brauchen. Er versucht immer lustige und tolle Videos zu finden, hofft, dass wir seine Videos genießen und fleißig zuschauen. Auch er bittet um ein Abo und natürlich um Likes. Ja, also er hat nicht nur lustige Videos, sondern er hat auch so Hurricane-Geschichten, Fußballer-Geschichten und halt so lustige Sachen. Also wollt ihr lachen, nicht verzagen, Marel Fun fragen und lasst ihn bitte ein Abo da. Und wie gesagt, wollt ihr seine Wiedergabezeit pushen, dann lasst es euch nicht nehmen und pusht ihn ein wenig. Nächste YouTuber heißt Part-Time Insane. Ich glaube, er kommt auch aus Wien. Zumindest hat er unter meinem Wien-Video geschrieben, dass er aus dem rechten unteren Eck kommt. Also eher so Praterstern, mein Lieber. Auf jeden Fall schreibt er in seiner Infobox, er ist der diabolische Mongwei. Sie ist die Ehefrau eines literarischen Superschurken. Zusammen sind sie Part-Time Insane. Und sie heißen uns herzlich willkommen. Also ich schätze, er und seine Freundin betreiben diese Seite. Aber besser mich doch auch, als falls ich mich täusche. Er hat Spiele über Spiele über Spiele. Also, wollt ihr Spiele sehen? Abonniert ihn doch einfach. Und wollt ihr seine Watchtime pushen? Wiederhole ich mich immer wieder. Lasst doch seine Playlist laufen. Ein ganz frischer Kanal, deswegen auch noch kein Abo da. Sie hat mir jetzt unlängst geschrieben, dass sie halt auch da mitwirken will. Und deswegen lasse ich es mir nicht nehmen und lasse ihr natürlich ein Abo da. Solltet ihr vielleicht auch machen. Und in ihrer Infobox begrüßt sie uns einmal herzlich willkommen. Hier gibt es keine festen Themengebiete. Bei uns steht der Spaß am Videos drehen an erster Stelle. Also lasst euch bei jedem neuen Video überraschen und vielleicht auch inspirieren. Über Feedback und Anregungen freuen sie sich natürlich jederzeit. Nutzt dafür eben die Kommentarfunktion unter ihren Videos und lasst sie teilhaben an Ideen, Meinungen, Aussagen, Verbesserungsvorschlägen, whatever. Nun sehe ich, sie ist ziemlich frisch, also mit mir sind es 37 Abonnenten, ne? Und sie hat auch nur 2 Videos oben, also schadet's nicht, wenn ihr mal die Videos laufen lässt. Sind eh nur 2. Der nächste YouTuber, den ich euch vorstelle, ist ein lieber Freund von mir. Er heißt Armin. Sein Kanalname sollte eigentlich EM sein, aber da ist ein bisschen was schiefgegangen bei den Einstellungen, würde ich mal sagen. Ja, es gibt ein Video, ich will es euch gar nicht zeigen, da komme ich sogar vor. Ja, also EM, also der liebe Armin, ist Musiker und macht ziemlich gute Lieder. Und auch die Videos könnten sich sehen lassen, weil die echt super sind. Ich habe ihm letzte Woche Samstag gesagt, dass ich ihn mit aufnehmen werde. Und dass, wenn Leute von mir kommen, dass er diese bitte auch unterstützen soll. Er meinte, kein Problem. Also schaut euch seine Videos an, sagt mir, wo ihr mich entdeckt hat. Und ja, lasst doch ein Abo da und natürlich die volle Wiedergabezeit. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Like. Abo ist natürlich auch erwünscht, wie auch bei den vorgestellten Kanälen. Habt ihr Fragen, nicht verzagen, Ramona fragen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Feinschmeck. Bussi, bis bald, eure Ramona. Tschüss!